möchtest du anfangen? Du warst auch schon im ersten Fachbeirat vor 2 Jahren für die Nacht der Solidarität mit dabei. Und vielleicht kannst du einmal erzählen, was dich motiviert hat, mitzuwirken und wie es dazu gekommen ist. Naja, motiviert hat man schon überhaupt, dass über das Problem Obdachlosigkeit gesprochen wird. Man hört sonst immer bloß, naja, Äußerungen und passiert nichts und so. Und ich habe gedacht, das ist eine Möglichkeit, wo man denn mal ja, Fakten schaffen kann, Zahlen schaffen kann. Denn mein persönlicher Eindruck ist so, Politiker reden sehr viel. Und denn, wenn man konkret wird zu so, könnt ihr was tun und so, dann sagen sie, hey, wir wissen ja nichts, wir haben ja keine Zahlen, nichts. Und meiner Meinung nach ist dazu, ist, die reagieren erst, wenn sie eine statistische Zahl haben. Und deswegen fand ich das mit dieser Zählung ganz gut. Dann ist man eine statistische Zahl da, dann kann man sie auf den Tisch legen, dann haben sie ein Problem und wenn sie ein Problem haben, müssen sie versuchen zu lösen. Wenn sie keine Zahl haben, haben sie kein Problem und das war so eigentlich auch mein Dings, um überhaupt auf die Sache, dass es denen auch noch ein bisschen mehr in den Sinn geht und soll, damit die darüber sich mal Gedanken machen. Mhm. Denn mir, was ich mitbekommen habe in den letzten Jahren aus der Sozialverwaltung, es sind ja Ideen da und so, aber das scheitert dann wieder an den nächsten Senator, der für die Finanzen zuständig ist oder sonst was. Und dass man da vielleicht ein bisschen Druck aufbauen kann, dass da mal irgendwie wirklich was passiert, dass man den Menschen das Leben doch ein bisschen erleichtert und so. Denn man sagt immer, man lebt auf der Straße, das ist ja in Wirklichkeit jeden Tag ein Kampf ums Überleben für jeden, der draußen ist. Und den das ein bisschen zu erleichtern, wäre ja schon nicht schlecht. In der heutigen Zeit kann jeder auf der Straße landen. Da ja Straßenleben kein Abenteuerspielplatz ist, ja, so wie ich das schon mal gesagt habe. Und das berührt mich eben. Und es kann schneller gehen, als man denkt in der heutigen Zeit. Zahlt man zweimal nicht, die Miete ist man raus. Ja. Das hat mich motiviert, weil aus ganz bestimmten Gründen, ich habe zwar in den 90er Jahren auf der Straße gelebt, ich weiß verdammt nochmal, wo ich herkomme und werde es auch nicht vergessen. Und das ist halt so. Und wenn es um sowas geht, bin ich mit dem Kopf und dem Herzen dabei. Ja. Ja. Und du bist dieses Jahr auch in den sozusagen Sonderteams, also sozusagen in den Profiteams selber mit dabei, ne? Ja, ja. Ich sag dir, Hilfe gibt es. Mhm. Aber dass die Hilfe nicht so schleppend ist. Mhm. Ich weiß es von mir, wie es damals so war und all so eine schöne Sachen und. Da musst du einen gewissen Punkt erreichen, wo du für immer sagst, das Relais hat hier oben Klick gemacht. Mhm. So. Und da habe ich dann Hilfe gesucht, weil ich vorher keine Hilfe wollte, weil ich das Gefühl hatte, nicht gebraucht zu werden. So. Und jetzt ist es in der Zeit, in der heutigen Zeit, ist es leider anders, wie zu meiner Zeit in den 90er waren. Es gibt ja Hilfe, aber das ist schleppend, weil A, haben wir keinen Wohnraum. B, müssen wir sehen, dass wir irgendwie noch, zum Beispiel weiß ich aus sicherer Quelle, dass viele Hotels eben dicht gemacht haben, weil durch die Pandemie, und dass man dieses anbieten könnte und denn, dass man da erstmal eine Unterkunft hat, so wie in der Habersatzstraße. Denn die Habersatzstraße kenne ich schon als Kind. Das war früher ein Kohlenplatz, aber ist ja auch real. Aber bloß das finde ich schon gut. Aber die reden schon von ihrer eigenen Wohnung. Ja, und davon muss man loskommen. Man muss probieren, die Leute sicher irgendwo unterzubringen und auch Schritte zu gehen. Gerade das mit den Hartz IV. Bei mir heißt das Hartz VII, hört sich schön an. Und dann ist es eben halt so, das ist so krass, so einen Antrag auszufüllen, der hat ja früher 41 Seiten gehabt, dann hat er 30 Seiten, jetzt hat er 6 oder 7 Seiten und du brauchst so ein dickes Buch dazu. Um es verstehen zu können. Ja. Und das alle zu beantworten. Und jetzt musst du erst mal sehen, wo du das Buch herkriegst. Mhm. Und zum Beispiel hat ja die Levetzo Straße die Wohnungslosenhilfe, die hat ja bis zu 4.000 Meldeadressen, weil noch eingekommen und da einen Check kriegen oder Post und so weiter und so fort. Ja? Und sowas muss das vermehrt geben, nicht nur in Tierjahren.
das muss vielleicht auch, wahrscheinlich kann man das auch in andere Einrichtungen machen, dass man da eine Meldeadresse kriegt. Also gibt das schon jetzt? Ja, ich hab das schon, wusste ich nicht, da bin ich raus. Ich weiß ja bloß der Schöne-Wetzer Straße. War zu meiner Zeit, war damals die Lewetzke Straße die einzige. Aber gibt jetzt auch Kirchengemeinden, die sich bereit erklären, das als Meldeadresse zu geben. Mhm. Aber die Frage ist eben, wie Uwe das schon sagt, wo erfährst du das? Und das wäre, wenn man wisst, wo die Obdach, also das seht jetzt so, wenn man wisst, wo ungefähr die Obdachlosen ist, wo sie sich konzentrieren oder so, da auch sozusagen für die Zukunft aus dieser Erzählung zu nehmen, da müsste man mal Infopoints schaffen, da müssten mal Leute sitzen, nicht die sagen, du musst jetzt die und die Seite ausfüllen, sondern die dir einfach sagen, helfen, weitergehen, du bist jetzt weg von der Straße oder so, pass mal auf. Das ging, wie bei mir ging. Bei mir fing es ja an, überhaupt einen Personalausweis zu kriegen, wo kriegst du den und so was. Also, die dir diese ersten Schritte auf den Weg geben und die dir dann sagen, meld dir mal da, die sind dann für dich zuständig, die nicht selber alles wissen sollen, aber die zumindest wissen, so eine Anlaufpunkte, wo sie dann wissen, wo sie die Leute hinschicken können. Was ist eurer Meinung nach daran so wichtig, gerade auch im Sommer dem Thema Obdachlosigkeit Aufmerksamkeit zu schenken und warum es jetzt vielleicht auch wichtig ist, dass diese Erhebung im Sommer stattfindet? Das Thema Obdachlosigkeit verschwindet im Sommer, auch aus den Medien und so und aus dem Blickfeld auch, sagen wir mal, der Leute, die hier verantwortlich sind. Die wachen erst wieder auf, wenn es im Winter um die Notübernachtung geht, wenn es um die, wenn es draußen kalt wird, wenn vielleicht Leute erfrieren und sonst noch was. Da werden die erst munter und im Sommer ist es immer weit weggeschoben. Ich meine, ich habe das Obdachloser auch gemacht. Wenn ich im Sommer auf der Straße war, war mir das alles schmutzpieps egal. Aber wenn der Winter kam, dann war es auf einmal. So gehen die aber auch ran. Und, da wird das ganz schnell weggeschoben und im Winter kommt es dann immer so ganz überraschend. Und das darf das eigentlich nicht sein. Das muss präsent sein, das ganze Jahr über, dass das Problem existiert. Und so sehe ich die Sache zumindest. Und deswegen ist es auch wichtig, im Sommer zu machen und auch viel publik darüber machen, damit das auch bei allen klingelt, dass so was gemacht wird und dass das dass es durchgeführt wird und dass da was sich. Dass da Leute dran sind, die sich auch drum kümmern und so. Ne? Das ist, finde ich, wichtig. Und ich finde es auch ganz toll, dass ihr das jetzt auch schon so in der Presse und über Facebook und so was alles. Denn das fand ich ein großes Manko damals mit der ersten Zählung, dass das auf einmal über die Springerpresse rauskam. Jetzt machen die so ja Jagd über die Obdachlosen, weil man vorher auch mit den Obdachlosen nicht kommuniziert hat. Die Mehrzahl der Menschen, die auf der Straße gelandet sind, egal aus welchen Gründen, ob das Suchtprobleme sind oder Eheprobleme oder sonst was, die wollen eigentlich wieder ins normale Leben zurück. Und das ist eben, Deutschland, muss ich immer dazu sagen, ich finde, das deutsche Hilfssystem ist nicht schlecht. Aber um reinzukommen in dieses System und nicht rauszufallen, oder wenn du einmal rausgefallen bist, ist dieser Weg ins System wieder drin, das ist so rückverflucht, grottig schlecht und kompliziert. Und habe ich mal dein Wort benutzt, grottig schlecht. Ist es wirklich. Das ist das große Problem und da muss Hilfe her. Und das kann man eben, Hilfe kann man nur organisieren, wenn man wenigstens irgendwie eine Richtlinie hat, wie viele Leute muss ich dann überhaupt helfen. Das sehe ich ja ein, aber so sind nun mal unsere Politiker. Wie gesagt, wenn sie keine statistische Zahl haben, haben sie kein Problem und wenn sie kein Problem haben, können sie sie lösen. Aber haben sie eine statistische Zahl, dann müssen sie mal langsam aus dem Hintern kommen und müssen mal was tun. Ja. Das ist für mich wichtig wegen dieser Zählung. Mm-hmm.